Was geht ab, meine Z-Fighter? Oder hier. Und es gibt Neuigkeiten zum nächsten Charakter im japanischen Dokkan Battle, zum nächsten Dokkan Festival Event und es ist ein neuer Tals. By the way, im Hintergrund laufen gerade die neuen Essay-Animationen der neuen Charaktere, der neuen Awakenings. Wir werden natürlich auf die Charaktere gleich zurück drauf kommen und darauf sprechen zu kommen natürlich. Es wird alle Informationen geben zum neuen Tals, der kommt, zu den neuen Awakenings vom Great Ape Tals und von dem physischen Spirit Bomb Goku, den wir hier gerade gesehen haben. Das ist jetzt der neue Tals, seine Essay. Also in die Essay haben sie wirklich sehr gut, die haben sie ja geil gemacht, ja, die Essay haben sie diesmal wirklich geil gemacht, beziehungsweise in der letzten Zeit tun sie ja mehr Wert auf so Animationen, den finde ich cool, Transformation von Tals genauso. Es ist, wirklich eine gefühlte Ewigkeit her, fast ein Jahrzehnt, so fühlt es sich an, bis ein neuer Agility-Charakter kam, ein neues Agility-Dokkan-Festival, der letzte war Super 17 und das war circa ein Jahr her. Vor einem Jahr kam der letzte Agility-Charakter, das letzte Agility-Dokkan-Festival, das war Super 17 und jetzt kommt ein neuer Tals, Extreme Agility-Tals, deswegen sind alle, beziehungsweise viele waren skeptisch, es gab ja V-Jump-Leaks von Tals, ich habe nur gewartet, bis wir mehr Informationen haben, dass ich da ein Video mache, jetzt haben wir sie endlich. Viele sind da skeptisch, aber ich finde den Tals relativ cool. Wir werden uns natürlich jetzt gleich ansehen, was er drauf hat. Und dann könnt ihr da eure eigene Meinung auf jeden Fall bilden. Aber wann kommt denn das Ganze online? Wann kommt der ganze Dude online? In japanischen Dokkan Battle ist schon ein Teaser, Neuigkeiten, das war vor ein paar Tagen. Und wir wissen, Shoutout an die Busy Space, wenn dieser Teaser endet, dann kommt eigentlich das, was kommen sollte. Und in dem Fall ist das für heute Abend, 31. März, 21.30 Uhr sollte Tals droppen im japanischen Dokkan Battle. Wenn nicht, so ein paar Stunden danach, weil es war schon bekannt, dass er zum 1. April kommt zu den V-Jump Leaks. Und natürlich wird er noch vielleicht ein bisschen mehr kommen zum 1. April. Tals ist kein April-Scherz. Wir hoffen es nicht. Ich denke nicht. Nein, der ist kein April-Scherz. Weil sie haben ihn geteasert auf der offiziellen Seite von japanischen Dokkan Battle. Aber April-Scherz werden sicherlich noch kommen. Da wisst ihr noch nichts, aber es wird dann natürlich cool zu sehen, was da noch auf uns zukommt. Anyways, wir haben zum einen den Great Ape Tals. Ihn kann man mit den neuen Awakening-Medaillen vom Tals Dokkan Event Awaken. Dieser Tals, Extreme Agility Great Ape Tals, diejenigen, die mich lange schauen, werden wahrscheinlich wissen, dass ich den abermale gezogen habe. Er bekommt nun endlich ein Awakening und er wird danach auf jeden Fall solide, vor allem als Partner für den neuen Tals. Aber zuvor lass mich mal hier den Osaru verschieben. Let's go. Und zwar jeder Skill vom Great Ape Tals nach seinem Awakening ist: Er gibt jedem Typus Ki plus Sai auf HP, Dragon F 30%. Okay. Er macht zu spielen Damage und hat eine Medium Chance, den Gegner zu stunnen. Typisch Tals-like. Passive: Wenn seine Ki 9 oder drüber sind, bekommt er Ki plus 3 und 90% auf den Angriff. Ist wirklich sehr ein solider Boost und gute Ki. Und er kann sich zu einem Great Ape transformieren, das wissen wir. Nach seinem Awakening jedoch besteht die Chance, dass er sich zweimal transformieren kann pro Kampf. Link Skill: Destroyer of the Universe, Big Bad Bosses, Prepared for Battle, Thirst for Conquest, Transform, Saint Rothier's Battle Ass in der Kategorie Low Class Warrior. Movie Bosses? Ja, ja, Leute. Wir kommen gleich zum Tal, zum neuen Dokkan Festival Tal, denn er ist der Leader der Movie Bosses. Der Filmbosse. GG. Und Giant Transformation ist dieser Tals. Dieser Tals wird wirklich sehr, sehr guter Partner sein für den neuen Tals. Aber zuvor lasst uns mal, weil sich sehr viele Links teilen: Thirst for Conquest. Was hat mir da noch? Das sind wirklich sehr gute Link-Skills und Destroy of the Universe sind ihre eigenen Link-Skills, sage ich mal. Fierce Battle. Anyways, dieser Goku hier, das Awakening zum physisch Genkidama Goku, dieser physisch Genkidama Goku ist wirklich sehr, sehr lange schon mit Dokkan Battle drin, eine der ersten Karten und nun bekommt er endlich sein Awakening. Was hat er danach drauf? Er bekommt Fierce Battle, heißt er wird auch mit den Medaillen von dem neuen Tals Event erweckbar sein. Sein Leader-Skill: Er verringert Int-Charakteren Attack und Death minus 43%. Super Attack macht Supreme Damage und verringert die Verteidigung des Gegners stark. Passive: Er bekommt 10% auf den Angriff und 20% auf die Verteidigung pro Key, den er einsammelt. Interessant, ja. 10-20. Ich glaube, so ein Vergleich hat es noch nicht gehabt. So eine Gegenüberstellung von bei einem Nuker, dass er 10 Angriff bekommt, 20 Verteidigung pro Key-Orb. Interessant. Links hier Z-Fighter, All in the Family, In-Fighter, Saint, Warrior, Raids, Prepared for Battle, Experience, Fighters, Fierce, Battle, Ass in keiner Kategorie. Aber jetzt kommen wir zum Hauptboy, zum nächsten Dokkan Festival Charakter und endlich mal ein Agility Charakter. Und an der Stelle schon mal aus vorweg, bevor wir uns Informationen anschauen. Sein Artwork, finde ich, sieht so mächtig aus. Sieht aus wie ein Endgegner, ja. Das ist ein Umhang mit einem Umhang.
Nee, ja doch, Umhang, irgendwas hat er in der Hand, keine Ahnung, was er da macht, dieser Dude, aber es sieht einfach nur mächtig aus und wie ein Endgegner mit der Frucht kurz vor seinem Power-Up. Artwork sieht schon mal geil aus und wenn er sich transformiert, sieht er dann so aus, quasi bisschen geboostet. Was kann er jedoch? Was kann er jedoch? Tals, der neue Tals, ist der Leader, Kategorie-Leader der Movie-Bosses. Der Bosses von Filmen. Was heißt das? Wenn ich so spontan mal ein paar aufzählen kann, gehört der Tals dazu. Golden Freezer, Resurrection F. Er war ein Endgegner. Movie Boss, Broly, Bojack, Cooler, Metal Cooler, Janemba, etc. etc. Die es in Dokkan gibt, wenn euch da mehr anfällt, könnt ihr gerne in den Kommentaren wissen lassen. Es ist verdammt nochmal ein geiles Team. Ja, wenn ihr die Charaktere habt und ein Team daraus bauen könnt. Richtig geil. Da kann man auf jeden Fall sehr viel machen. Zumal Tals an sich sehr gut in das Team passt. Denn Leader Skill, Movie Boss Charakter, gibt Keep Plus 3 auf HP Ungefähr 150%. Oder Villains. Oder Extreme Types, Keep Plus 3, HP Ungefähr 50%. Das ist sehr cool und sehr wichtig. Denn da können wir noch andere Villains mit ins Team nehmen. Super Tag, er macht immense Damage und hat eine Medium Chance, den Gegner zu stunnen. Passive. Er gibt jedem Alliierten Keep Plus 3 und 40% Angriff und verringert von Supertype Enemies, also Gegnern, den Angriff um 15%. Das war's. Hört sich erstmal sehr flach an und Leute denken sich, was? Das war's? Für einen Dokkan-exklusiven Charakter. Er kann sich ja transformieren. Wenn die Conditions stimmen, ja, wenn die Bedingungen stimmen, dann kann er sich transformieren. Dann ist er von seinem, von seiner Frucht, von der Tree of Might, bekommt er die Macht quasi von der Frucht des Baumes, der Macht. GG, Übersetzung Deutsch. Alles klar. Es ist noch nicht ganz sicher, welche Bedingungen das sind. Man konnte das aus dem Tweet, aus dem offiziellen Post nicht entnehmen. Aber ich hab da was im Kopf, werde ich euch gleich zeigen. Anyways, er hat die Links to Destroy of the Universe, Saiyan Warrior Race, Prepared for Battle, Thirst for Conquest, Brutal Beatdown, Big Bad Boss, Fierce Battle, Low Class Warrior, Movie Bosses ist eine Kategorie. Und ihr merkt schon, der Great Ape Tals wird sich wirklich 1A mit dem Linken bei den einen Team in eine Rotation. Sehr gut, darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Aber wenn er sich transformiert, dann ändert sich zumal seine Super Attack und seine Passive. Super Attack macht immerhin weiterhin immense Damage, aber er hat jetzt nur eine hohe Chance, den Gegner zu stunnen. Die Passive ist. Die ist wirklich geil. Die ist geil, ja. Er frisst von der Frucht. Er bekommt sein Power-Up. Er wird mächtig, wie es im Film war. Seine Passive ändert sich jetzt nur, nachdem er es transformiert hat. Er hielt sich um 15% am Anfang der Runde. Jedes Mal, wenn er in die Runde kommt, hielt er sich um 15%. Das sollte man überhaupt nicht unterschätzen. Und sein eigener Angriff und Verteidigung steigt um 130%. 130% auf Angriff und Verteidigung. Zudem tut der Supertype Enemies Verteidigung um 80% senken. Also dieser Dude will einfach nur Heroes Supertypes vernichten. Und ansonsten bleibt alles gleich. Eine wirklich sehr coole Karte nach der Transformation. Zur Transformation selbst habe ich eine Frage gestellt. Und zwar ist dies nämlich so, wir wissen nichts zu den Bedingungen. Aber wenn wir uns das Ganze mal anschauen, das ist aus dem Screenshot, aus dem Videoabschnitt, was wir uns am Anfang gesehen haben, aus den Essay-Animationen. Da hat sich Tarz verwandelt, als seine HP 50% und drunter waren. Also ähnlich wie Ultra 13 Goku könnte sein. Also es hat den Anschein, dass die Bedingung dann tatsächlich ist, dass wenn deine HP 50% und drunter sich sind, du dich verwandelst. Eine simple Mechanik kann man auf jeden Fall mitnehmen zur Transformation, habe ich nichts dagegen. Kennen wir von Ultra Instinct Goku und ist auf jeden Fall gut zu sehen. Ist auf jeden Fall cool. Genau, so viel zu den Informationen zum neuen Tals und den anderen Charakteren, aber um euch mal kurz zu zeigen, das ist der Tals, den man awaken kann und das ist der Goku, den man awaken kann, quasi aus dem mit den neuen Medaillen, den habe ich gemeint, den Ozu Goku. Aber nochmal kurz zurück zum Tals, warum ist er ein 1A Partner für den neuen Tals und warum werden die beiden ein Muss sein in einer Rotation? Man kann beide mitnehmen. Der hier ist Giant Ape Tals, der andere nicht. Denn, passt auf, Destroyer of the Universe haben beide 25%. Thirst for Conquest haben beide 15%. Ja, sind schon bei 40%. Fierce Battle 55%. Es geht noch weiter. Big Bad Bosses Attack mit der 25%. Bei wie viel waren wir? 55 sind wir bei 80%. Bei 80% Angriff Boost. Deswegen freue ich mich umso mehr auf die ganzen Tals, wenn sie kommen. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von den ganzen Tals, von den ganzen Dudes, die da erscheinen? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.